Hi ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Sportsjol at Home. Heute zeige ich euch ein bisschen was Kräftigungsübungen, einfach für die wichtigsten Muskelgruppen. Könnt ihr jederzeit in der Mittagspause machen. Was ihr dazu braucht, wenn ihr mehr wollt als euer eigenes Körpergewicht, einen leeren Wasserkasten und wenn ihr wollt, zwei Wasserflaschen, die gefüllt sind. Ihr Lieben, nichtsdestotrotz, auch wenn es ums Thema Kräftigung geht, müssen wir uns ein bisschen warm machen, Muskeln auf das Training vorbereiten und die Gelenke. Ihr stellt euch circa hüftbreit hin, erstmal recht entspannt. Wir beginnen einfach damit, mal die Gelenke so ein bisschen durchzubewegen. Wir kreisen die Schultern schön nach hinten. Ihr atmet gleichmäßig. Zieht euer Nabel Richtung Wirbelsäule, dass ihr immer eine Grundspannung habt. Na, schöne große Kreise mit der Schulter beschreiben. Komm. 4, 3. Zweimal noch. Und mal ganz kurz auslockern. Mal entgegengesetzt bewegen. Da wir von unten nach oben anfangen, die größten Muskelgruppen zuerst. Komm mal ganz leicht ins Walking auf der Stelle. Sprunggelenk, Knie. Hüfte arbeitet jetzt auch schon ein bisschen mit. Du kannst die Arme mitnehmen. Nur ganz kurz Durchblutung etwas erhöhen. Du kannst auch mal hier ein bisschen breiter nach außen gehen. Mal bewusst hier die Knie nach außen anheben. Und kommen wieder zurück zur Mitte. Wenn du das Gefühl hast, ein bisschen warm ist dir schon. Gerade nochmal alles auslockern, vorbereiten. Wie gesagt, größte Muskelgruppen zuerst, Beine, ganz wichtig für die aufrechte Haltung. Und wer will nicht jetzt für den Sommer schöne Beine haben? Ihr stellt euch etwas breiter hin als schulterbreit. Gewicht lasst ihr auf den Fersen, Zehen leicht nach außen gedreht. Knie sind soft, Bauch fest, Brust aufgerichtet. Du kannst deine Hände hier vor der Brust verschränken, um den Oberkörper aufrecht zu halten. So. Und jetzt stellst du dir vor, du setzt dich auf einen imaginären Hocker. Du schiebst die Hüfte nach unten. Stopp hier auf Kniehöhe und schieb dich hoch. Po anspannen, wenn du hochkommst. Reicht auch völlig mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn du die Übung schön langsam machst, wird sie gleich noch einen Tick intensiver. Knie noch ein bisschen zur mittleren Zehe schieben. Geh tief und komm hoch. Egal was du tust, du darfst gerne Spaß dabei haben. Mundwinkel Richtung Ohren ziehen. Du kannst dein Training jederzeit intensiver gestalten mit ganz kleinen Sachen, indem du die Bewegung ein bisschen anders ausführst. Du kannst hier am untersten Punkt, wenn die Spannung am größten ist, kleine, pulsierende Bewegungen ausführen. Dreimal und komm hoch. Zeig es gleich nochmal für alle von der Seite. Na, du stehst in deiner Kniebeuge, du kommst hier nach unten auf der tiefsten Stelle. Kleine pulsierende Bewegungen. Da wirst du merken, wie das in den Oberschenkel im Gesäß brennt. Dann komm wieder hoch. Einmal. Intensiver. Sehr langsam nach unten, unter die Spannung lange halten, weiter atmen, weiter freuen und komm hoch. Wenn du mehr möchtest, nimmst du dir jetzt den Kasten Wasser dazu. Jetzt stehst du wirklich noch breiter als hüftbreit. Übrigens für alle, die Wasserkisten die Treppe hochschleppen müssen oder irgendwo aufheben müssen, aufrechter Rücken. Das Gewicht zieht dich nach unten, du schiebst hoch. Knie mehr nach außen öffnen, Hüfte mehr öffnen. Und komm hoch. Bauch immer noch fest. Stolze Brust. Komm tief. Spannung kurz halten. Und schieb dich hoch. Na, jetzt merkst du, das zieht mehr in den Außenseiten der Oberschenkel. Gesäßmuskulatur. Auch hier kannst du das Ganze an der tiefsten Stelle mit kleinen pulsierenden Bewegungen intensiver gestalten. Und hochkommen. Schulter nach hinten, unten ziehen. Komm hoch. Zwei mehr davon.
Wenn die Kollegen fragen in der Mittagspause, was machst du da, dann sagst du, ey, ich arbeite an meinem sexy Butt. Sexy Squats. Letzter, komm tief. Kleine pulsierende. Komm hoch zum Abschluss. Das Ganze auch hier nochmal langsam tief. Unten kurz halten. Und komm langsam hoch. So. Was du auch noch machen kannst, schön für die Beine, ist der Ausfallschritt. Nimm mal dein rechtes Bein lang nach hinten, langer Ausfallschritt. Hüftbreit, Gewicht vorne auf der Ferse lassen. Oberkörper aufrichten und jetzt beide Knie. Wichtig, 90 Grad beugen, hinteres Knie Richtung Boden. Oberkörper bleibt aufrecht und schieb hoch. Die vordere Ferse arbeitet jetzt, die schiebt das Gewicht nach vorne hoch. Und tief. Da kann man. 90 Grad in beiden Knie. Hinteres Knie Richtung Boden führen. Ferse zeigt nach oben. Und komm hoch. Auch hier jederzeit mehr Intensität, indem du hier am unteren Punkt kleine pulsierende Bewegungen machst. Versuch mal die Hüfte jetzt ein bisschen mehr nach vorne aufzurichten. Oberkörper aufrecht lassen. Du gehst mehr nach hinten unten. Knie lässt du immer beim Sprunggelenk. Und nochmal kleine pulsierende Bewegungen hier unten. Und zum Abschluss mal ganz langsam. Komm tief. Halte kurz. Und komm hoch. Ein letztes Mal. Geht noch. Damit wir nicht durcheinander kommen und nicht nur einseitig trainieren, wechseln wir die Seite. Jetzt gehst du mit deinem linken Fuß zurück. Langer Ausfallschritt, hüftbreit. Und auch hier wieder dran denken, beide Knie beugen, 90 Grad. Dein vorderes Knie bleibt immer beim Sprunggelenk. Und komm hoch. Hinteres Knie will Richtung Boden. Und komm hoch. Oberkörper aufrecht lassen. Auch hier wirst du merken, jetzt geht es hier noch mal ein bisschen zusätzlich aufs Gesäß und auf die Oberschenkelrückseite. Und jederzeit die Intensität erhöhen, indem du hier am untersten Punkt kleine pulsierende Bewegungen machst. Und komm wieder hoch. Also wer hier noch nichts merkt, weiß ich auch nicht. Noch einmal tief. Pulsieren. Und jetzt zum Abschluss. Mal langsam nach hinten, unten. So tief wie es geht. 90 Grad in beiden Knien kurz halten. Und schieb dich hoch. Ein letztes Mal. Komm tief. Und schieb dich hoch. Das sind jetzt schon mal die wichtigsten, einige Übungen für Beine, Gesäßmuskulatur. Du kannst jetzt auch schon mal dazu übergehen, dir hier diese Flasche nehmen mit ein bisschen Zusatzgewicht. Und zwar, ich würde es einmal kurz vormachen, jetzt arbeitet auch der untere Rücken. Du kannst jederzeit auch was anderes nehmen, was noch schwerer ist. Du kippst aus, du machst, das nennt sich Kreuzheben, unterer Rücken. Ich würde es einmal vormachen, Knie leicht beugen, Hüfte nach hinten, Oberkörper nach vorne lehnen. Wenn du das kombinieren möchtest, oberer Rücken, Ellbogen Richtung Rippen ziehen, strecken und komm hoch. Komm tief, Rücken lang und gerade. Zieh hoch und komm tief. Denk dran, Knie bleiben beim Sprunggelenk. Ellbogen nach hinten oben, Oberarme eng am Körper lassen und richte dich auf. Schau so einen Meter vor dir auf den Boden, damit der Nacken immer schön lang und gerade ist. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Po anspannen, wenn du hochkommst. Schieb die Hüfte dabei so kontrolliert ein bisschen nach vorne. Knie beugen, Hüfte nach hinten. Arme nach oben. Wenn du von hier noch ein bisschen was machen möchtest, für den Armstrecker. Ellbogen hoch und jetzt Armstrecken.
Trizeps. Komm zurück, 90 Grad, Arme strecken, aufrichten. Ja, kann sein, dass ihr erstmal denkt, was macht ihr da? Komplexbewegungen, auch ein bisschen was für die Koordination dabei. Ganz neue Bewegungsmuster vielleicht erlernen. Der Oberarm ist parallel zum Boden. Du ziehst und jetzt arbeitet nur dein Trizeps, aber auch der ganz andere Körper, weil dein Oberkörper muss halten. Rumpfspannung, Oberkörper lasst ihn stabil. Arme strecken und tief. Ah, komm, davon gehen noch vier. Jetzt, wo wir die Bewegung raus haben. Und denk dran, Gesäß anspannen, wenn du hochkommst. Arme strecken. Keine Angst, dass der Bizeps da jetzt vielleicht zu kurz kommt. Weil immer, wenn du gegen Gewicht arbeitest und den Arm beugst, also wenn du irgendwas ziehst, so wie hier, arbeitet schon ein bisschen der Bizeps mit. Letzte Wiederholung. Gut, ganz kurz lockern, wenn du das Gewicht jetzt schon hast und den Bizeps isoliert haben möchtest, hast du das Gewicht, kannst dich entspannt hinstellen, Oberarme an den Oberkörper ran und jetzt beugst du die Arme. Achte nur darauf, dass der Ellbogen immer schön unter der Schulter bleibt. Nur aus dem Ellbogen arbeiten. Beugen und nach unten strecken. Kannst du mit allem machen, was in irgendeiner Art und Weise Gewicht hat. Wenn die Wasserflasche aus Glas ist und voll, super. Auch hier kannst du das natürlich durch die Geschwindigkeit der Bewegung noch intensivieren, schön langsam. Oder auch wie vorhin bei den Squats, hier auf halber Höhe, kleine pulsierende Bewegungen, Schulter nach hinten ziehen. Handflächen sind immer nach vorne gedreht, Schultern nach hinten gezogen. Bleib hier so auf Nabelhöhe. Jawohl, komm, zwei mehr davon. Und komm tief. Und wenn wir schon mal hier sind, wir haben unser Gewicht in den Händen. Schultern einmal lockern. Gerade Bereich Arm, Schultergelenk. Arbeiten wir jetzt auch ein bisschen in den Schultern. 90 Grad, du hast deine Wasserflasche noch fest in der Hand. Ellbogen 90 Grad und jetzt, als wolltest du diese Flaschen ausleeren, hebst du die Arme seitlich an. Ellbogen stoppen hier auf Schulterhöhe. Und du gehst wieder ran. Du hast immer 90 Grad im Ellbogen. Der Ellbogen wird angehoben. Stopp. Knapp unterhalb der Schulterhöhe. Und komm wieder zurück. Jetzt hast du was für den seitlichen Deltamuskel, der den Arm seitlich anhebt. Natürlich kannst du auch hier das Ganze immer über die Geschwindigkeit der Übung bestimmen. Wenn du sie langsam machst, ist sie intensiver, der Muskel ist lange unter der Belastung. Oder du fängst eben an, auch hier, Rotation. Mal aus der Seite, komme ich wieder nach vorne. Schultergelenk, Rotatorenmanschette, hier, aber auch dran denken, immer 90 Grad. Gewicht bleibt immer über dem Ellbogen, nach vorne kippen und Arme wieder ran. Seitlich anheben, rotieren, mit einem Lächeln im Gesicht und wieder ran. 90 Grad im Ellbogen, stopp hier, aus dem Schultergelenk nach oben drehen, komm wieder nach vorne und geh tief. Jetzt haben wir soweit, was Arme angeht, wir haben Bizeps, wir haben den Trizeps und jetzt auch die Schultern. Rücken hatten wir jetzt auch dabei. Ich denke mal, jetzt dürfte so langsam die Mittagspause auch zu Ende gehen. Nehmt euch eine Matte. Auch abends gerne vom Fernsehen bei den Nachrichten. Legt dich ab. Füße hüftbreit aufgestellt. Arme darfst du hier seitlich ablegen. Nabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Drück die Wirbelsäule in die Matte. Und jetzt schiebst du deine Hüfte mal nach oben.
Gesäß anspannen, kurz halten und langsam wieder ablegen. Noch ein bisschen was für Gesäßmuskulatur. Oberschenkel, Rückseite und unterer Rücken. Schieb hoch. Spannung halten. Und komm tief. Du kannst dir das jederzeit intensiver gestalten. Du kannst zum Beispiel die Füße weiter vornehmen. Hebel verlängern. Oh, und schon wird es anstrengender. Achte aber immer darauf, dass die Hüfte schön gerade nach oben zeigt. Gesäßmuskel anspannen, komm tief. Oder auch hier. Hier oben bleiben, kleine pulsierende Bewegungen machen. Po zusammenkneifen, schieb hoch, schieb hoch. Versuch immer noch ein bisschen höher zu kommen mit der Hüfte. Gesäß mehr anspannen. Und wieder ablegen. Komm, davon kriegen wir jetzt noch vier hin. Hüfte hochschieben. Versuch die Knie vorne mehr zusammenzukriegen. Und komm wieder tief. Komm, nochmal hoch. Kleine pulsierende Bewegungen. Langsam ablegen. Ja, und schon hast du was fürs Gesäß getan. Wenn du schon mal hier in dieser entspannten Position bist, Hände nehmen an die Schläfen, leichtes Doppelkinn machen und jetzt nur aus deiner Bauchmuskulatur versuchen aufzurollen, Rippen Richtung Hüfte schieben, Schulterblätter heben von der Matte ab und ablegen. Kannst du auch hier jederzeit anstrengender machen, indem du die Arme nach vorne ausstreckst und hier oben kleine pulsierende Bewegungen machst. Und wieder zurück. Denk dran, Umspannung im Bauch. Doppelkinn. Oh, das ist der ganz klassische Crunch. Wenn du mehr möchtest, kannst du dich auch gerne mal umlegen in den Hover, nennt sich das, oder Unterarmstütz. Wichtig dabei, Ellbogen unter die Schulter, Bauch fest, mach dich lang. Wenn du hier dann noch mehr möchtest, dann machst du dich ein bisschen instabil. Und zwar indem du mal mit den Füßen abwechselnd nach außen tappst. Immer schön Rumpfspannung halten. Rücken, Gesäß, Beine, alles eine Linie, wie ein Brett. Dadurch, dass du jetzt den einen Fuß wegnimmst, bist du instabil. Du musst noch mehr ausgleichen. Komm, noch viermal. Viermal pro Seite. Schön langgestreckt nach außen tappen. Komm, gib nochmal alles. Ein letztes Mal. Einfache Option, immer mal die Knie ablegen und von hier abtippen. Wenn du merkst, oh, ich werde instabil, meine Hüfte kippt mir weg. Und schon haben wir so die wichtigsten Muskelgruppen bearbeitet. Du kannst aus dieser Position dich mal lang nach hinten schieben. Hüfte nach hinten absetzen, Arme strecken. Kommst mal nach oben, setzt den rechten Fuß auf, schiebst die Hüfte ein bisschen nach vorne. Hüftbeuger-Stretch. Jetzt schiebst du die Hüfte nach hinten, Oberschenkel, Rückseite. Nach jedem Training ein bisschen dehnen, die Muskulatur wieder auf Länge bekommen. Tut auch gut. Wir wechseln die Seite. Linken Fuß nach vorne, Hüfte nach vorne schieben. Hüftbeuger-Stretch. Und auch jetzt gerade mal die Hüfte nach hinten schieben. Oberschenkel, Rückseite. Setz den Fuß auf, schieb dich hoch. Mal kurz auslockern. Gerne auch nochmal Oberschenkel vor der Seite. Schnapp dein rechtes Bein oder deinen rechten Fuß am Sprunggelenk. Bring die Knie zueinander. Hüfte nochmal nach vorne schieben. Seite wechseln.
lösen, lockern. Nochmal alles ausschütteln, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht hat der ein oder andere zu Hause mitgemacht. Geht alles zu Hause vom Fernseher. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bleibt dabei, Sportsjul at home. Bleibt gesund.